Hallo ihr Lieben, heute soll es noch ein kurzes Infovideo zu meinen Challenges für 2018 geben. Ich dachte, ich sag euch, was ich für Challenges machen möchte. Es sind nicht wirklich viele. Und ja, wie meine Challenges 2017 verlaufen sind. Und ja, darum soll es halt gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Fangen wir doch einfach mal mit den Challenges von 2017 an. Das waren nicht wirklich viele. Ich habe mir die Goodreads Challenge gesetzt mit 100 Büchern. Die habe ich mit 132 Büchern bestanden. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ansonsten hatte ich nur noch die Reihen vervollständigen Challenge und Reihen beenden Challenge. Da habe ich, glaube ich, auch ganz gut war ich da dabei. Ich habe 22 Buchreihen beendet 2017, wo ich sehr, sehr stolz und glücklich drüber bin. Ich versuche für 2018 auch wieder mindestens 20 Reihen zu beenden. Ich habe 45 angefangen, also das dürfte eigentlich kein Problem sein, es sei denn, es fehlen halt immer noch Folgebände, aber schauen wir mal. Aber das ist so mein Ziel für 2018, auch wieder 20 Reihen so mindestens zu beenden. Natürlich die angefangenen Reihen auch so weit vorzulesen, wie die Bücher auch schon erschienen sind, dass ich da auf jeden Fall nichts weiter offen habe. Und ja, ich werde auch in 2018, wie gesagt, das Ganze so weiterführen. Ich werde mir für 2018 auch wieder bei Goodreads die 100 Bücher auf meine Liste setzen, denn 100 Bücher im Jahr zu lesen ist für mich so das Nonplusultra. Alles, was da drüber ist, ist natürlich wahnsinnig mega toll, aber ich für mich persönlich freue mich, wenn ich 100 Bücher im Jahr gelesen habe. Dann bin ich happy, dann bin ich glücklich, dann bin ich stolz auf mich. Und ja, wie gesagt, alles, was da drüber geht, ist so ein kleines Bonuschen für mich, ein kleines Bonbon, wo ich mich selber drüber freuen kann. Ja, ansonsten habe ich mir überlegt, ich werde die 18 für 18 Challenge noch machen. Aber ich mache die 18 für 18 Challenge nicht mit neuen Büchern, sondern mit meinen Sub-Büchern. Das heißt, ich habe mir 18 Bücher von meinem Sub rausgesucht, die hier schon ewig rumliegen. Und möchte die 2018 mitlesen. Und die 18 Bücher wollte ich euch jetzt noch ganz, ganz kurz zeigen. Und ja, mehr Challenges werde ich dann auch nicht machen. Das reicht, glaube ich, auch. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt aber erstmal die 18 Bücher. Ich habe die Bücher jetzt nicht sortiert oder irgendwas. Ich habe hier zwei Stapel. Ich greife die jetzt einfach und zeige euch die Bücher, die ich lesen möchte. Und ja, das erste Buch, was ich rausgesucht habe, ist Secret Fire von CJ Doherty. Ich habe ja jetzt Night School von CJ Doherty angefangen und war ja so ein bisschen zwiegespalten, was das Buch betrifft. Deswegen, ich bin jetzt mal auf Secret Fire gespannt. Ich finde das Cover auf jeden Fall wunderschön. Und ja, das ist das erste Buch, was ich 2018 auf jeden Fall lesen möchte. Dann auch beginnen 2018 möchte ich Die Überlebenden von Alexandra Bracken. Und oh, ich muss immer wieder anfassen. Das ist so toll. Das fässt sich so gut an. Jeder haptische Mensch da draußen wird dieses Buch die ganze Zeit anfassen. So wie ich. Das ist einfach toll. Das ist so angeraut. Ach, ich fässt sich einfach so gut an. Ja, Die Überlebenden möchte ich auf jeden Fall auch anfangen zu lesen, die Reihe. Ich habe hier sehr, sehr viel Positives über die Reihe gehört und natürlich auch ein bisschen was Negatives, aber das war, glaube ich, das Geringste. Und ja, Die Überlebenden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Da soll ja sehr viel heftiges Zeug mit Kindern passieren. Und ja, mal schauen, wie das so ist. Dann möchte ich 2018 lesen Black Blade, das dunkle Herz der Magie. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich möchte auch den dritten Teil lesen. Aber ich dachte mir, ich setze den dritten Teil jetzt nicht auch noch auf die Liste. Das wäre sonst irgendwie doof. Also ich möchte die Reihe auf jeden Fall 2018 beenden. Das sind ja nur insgesamt drei Teile und ich habe jetzt zwei und drei auch da. Deswegen Black Blade auf jeden Fall weiterlesen und beenden. Tschakka. Dann habe ich ja von Jenny die Evermore-Reihe bekommen und auch hier möchte ich unbedingt mal reinlesen und mal gucken, ob die Reihe was für mich ist, denn es sind insgesamt, denn diese Reihe hat insgesamt 7 Teile und wenn die Reihe nichts für mich ist, dann können diese 7 Bücher wieder ausziehen und dann hätte ich 7 Bücher auf einem Schlag weniger auf dem Sub. Und ja, wenn nicht, würde ich halt diese Reihe dann halt auch einfach lesen. Ich bin mal gespannt. Ich habe hier irgendwie schon jemanden, der die Reihe mit mir lesen wollte. Ich weiß gerade nur nicht mehr wer. Ich habe es mir aber irgendwo aufgeschrieben und ja, auf jeden Fall wird dieses Buch 2018 gelesen. Das nächste Buch habe ich rausgesucht, weil ich da so viel positives Feedback von euch bekommen habe bei meinem noch nicht angefangenen Reihenvideo. Und zwar Der goldene Kompass von Philip Pullman. Ihr habt mir so oft drunter geschrieben und die Kommentare, dass dieses Buch so, so toll ist und ich es unbedingt lesen soll, dass ich es jetzt mit auf die Liste genommen habe für 2018 und ich schon sehr gespannt bin auf dieses Buch. Und ja, ich werde euch natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe, wie ich es fand.
Das nächste Buch ist mal ein Thriller, denn ich möchte auch unbedingt die Thriller, die ich zu Hause habe, irgendwie mal lesen. Deswegen habe ich mir Nirgends wirst du sicher sein von Nancy Bush oder Bush mal mit aufgeschrieben. Das ist so eine Entführungsmassaker-Geschichte und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich fand diesen roten Buchschnitt einfach so geil. Deswegen musste ich es mitnehmen und es klang halt auch ganz, ganz toll und es war reduziert. Von daher kann man da nichts falsch machen und ja, das möchte ich 2018 auf jeden Fall auch mitlesen. Das nächste Buch fange ich sogar heute noch an zu lesen und zwar lese ich das mit der lieben Kathi zusammen. Starters von Lissa Price. Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen beschiss, wenn ich das Buch für 2018 auf die Liste setze, ist aber heute auch eigentlich schon anfange. Aber das ist einfach so eine große Subleiche, dass es jetzt hier weg muss und ich möchte auch den zweiten Teil Enders dann eigentlich gleich hinten ranlesen, wenn mir das Buch gefällt. Deswegen habe ich es einfach mal mit auf die Liste genommen. Außerdem dachte ich, es motiviert mich bestimmt, wenn ich gleich ein Buch von der Liste im Januar streichen kann. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Starters und ob es mir gefallen wird. Da geht es ja darum, dass junge Leute ihren Körper an ältere Menschen verleihen können und dafür Geld bekommen. Und ja, bei der einen geht aber irgendwas schief. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das ist eine Dystopie. Ich habe schon eine ganze Weile jetzt keine Dystopie gelesen. Die perfekte war jetzt die letzte. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Und ich werde euch natürlich berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Dann als nächstes ein Buch, was auch schon eine ganze Weile bei mir rumsuppt und zwar Midnight Girl, das Lied des Feuervogels von Melissa Gray. Ich wollte dieses Buch damals unbedingt haben, als es rauskam und habe es mir auch komplett für den vollen Preis gekauft und jetzt liegt es hier rum. Und ich denke mir so, nein, du musst es endlich lesen. Und was macht denn der Hund da hinten? Milo, geh weg von dem Gesteck. Das kannst du nicht essen. Ja, deswegen Midnight Girl muss auf jeden Fall jetzt gelesen werden und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich dachte ja eigentlich immer, dass es kein Einzelband wäre, aber ich glaube doch, dass es ein Einzelband ist. Naja, schauen wir mal. Das kann ich euch dann genau sagen, wenn ich es gelesen habe. Dann noch eine Subleiche, die ich unbedingt haben wollte und nie gelesen habe. Winefire von Lynn Raven. Auch dieses Buch musste ich unbedingt haben und habe es nie gelesen. Das muss ich jetzt ändern, deswegen 2018 ist auch Winefire endlich dran. Dann muss ich endlich was von G.A. Aiken lesen. Ihr sagt mir so oft, dass G.A. Aiken so toll schreibt und das sind hier die ersten beiden Teile der Dragon-Reihe, Dragon Kiss und Dragon Dream und die werde ich mir für 2018 auf jeden Fall mit vornehmen. Das ist ein übelster Klopper, aber ich werde mein Bestes geben und ich werde, ja, diese beiden Bücher auf jeden Fall mitlesen und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, denn wie gesagt, ich kriege so oft Kommentare, dass die G.A. Aiken Bücher richtig, richtig gut und lustig sein sollen und ja, ich freue mich da schon drauf und auch, wie gesagt, dieses Buch wird 2018 mit verschlungen. Das nächste Buch habe ich kurzzeitig überlegt auszusortieren, aber dann habt auch ihr mir zweimal kommentiert, dass hier nächstes Jahr oder sogar dreimal, dass hier nächstes Jahr die Reihe neu aufgelegt wird und dann sogar alle vier Teile übersetzt werden sollen und zwar Vollendet von Neil Schusterman. Ich habe das Buch deswegen jetzt erstmal behalten. Ich werde den ersten Teil mit der Niki zusammen lesen, sie bzw. hören, glaube ich. Ist ja auch egal. Und ja, wenn mir das Buch gefällt, dann werde ich es mir in der Neuauflage nochmal kaufen und dass es dann passend zu den anderen Teilen natürlich auch ist. Und dann werde ich natürlich auch die weiteren Teile kaufen. Aber so werde ich jetzt Vollendet mit Niki doch erstmal lesen und gucken, ob es mir gefällt und ob es was für mich ist. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es war ja mega gehypt damals, als das rauskam und ich bin echt richtig gespannt. Ich wollte ja auch Size von Neil Schusterman unbedingt noch lesen. Da bin ich ja auch schon so gespannt drauf, das muss ich mir mal irgendwie noch mitkaufen. Aber ich habe gerade keine Kohle. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und auch für dieses Buch habe ich schon eine Lesepartnerin, also ein gemeinsames Lesen. Und zwar ist das Circle von Sarah B. Elfgreen und Mads Strandberg. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Das ist ja die Engelsforce-Reihe und ja, ich lasse mich darüber überraschen, wie dieses Buch ist. Wann wir es jetzt zusammen lesen werden, weiß ich noch nicht. Ich bin ziemlich ausgebucht, was die gemeinsamen Lesen betrifft im Moment. Ich habe so viele Anfragen gekommen, dass ich jetzt mal gucken muss, wie ich das Ganze koordinieren kann. Und ja, ich freue mich aber schon auf Circle und bin sehr, sehr gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Dann möchte ich bei dem nächsten Buch endlich wissen, ob mir diese Reihe gefallen wird oder ob ich sie hassen werde. Deswegen habe ich mir After Passion mit auf den Zettel geschrieben. Ich habe alle vier Teile da und auch hier, wenn mir der erste Teil nicht gefällt, können ja diese vier Bücher im Prinzip wieder ausziehen und dann muss ich sie hier nicht rumliegen haben. Deswegen werde ich After Passion auch nächstes Jahr lesen und gucken, ob mir diese Reihe nun
zusagt oder er nicht zusagt. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde euch auch hier berichten, wie es mir gefallen hat. Das nächste Buch wollte ich eigentlich auch schon aussortieren. Da habt ihr mir aber auch geschrieben, dass dieses Buch richtig toll ist. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass ich den zweiten Teil nicht mehr bekomme und laufe nächsten Tag in die Buchhandlung. Und dann liegt da der zweite Teil für 5 Euro. Und ich so, hey, das ist ein Zeichen. Deswegen habe ich Der letzte Engel von Zoran Drevenka mit auf meine Liste gesetzt. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Hier geht es ja auch um gefallene Engel und es hört sich richtig, richtig gut an und auch das Cover sieht richtig gut aus und ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Buch so ist. Das nächste Buch suppt ja auch schon eine ganze Weile rum und ich will es endlich lesen. Ich habe immer gesagt, ich will warten, dass ich in Stimmung bin für dieses Buch und nein, ich warte jetzt nicht mehr, dass ich in Stimmung bin für dieses Buch. Ich werde es jetzt mitlesen und zwar Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Das ist ja eins von Annika ihren Lieblingsbüchern und sie schwärmt immer so von diesem Buch und ich werde es jetzt endlich an den, ihr wisst schon, auf gut Deutsch packen und lesen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich da auch schon drauf. Und ich muss sagen, jetzt wo ich mir diese ganzen 18 Bücher nochmal so vor Augen geführt habe, habe ich auch richtig Bock, die zu lesen. Und ich hoffe, ich ziehe das richtig durch. Ich habe mir schon überlegt, ich mache mir einen Plan, in welchem Monat ich welches Buch lese. Oder gehe ich da lieber so ran, ich nehme spontan, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie das so am besten funktioniert. Ich glaube, ich werde mal Januar, Februar ohne Plan austesten. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich mir festen Plan machen, welches Buch ich in welchem Monat lese, dass die einfach wegkommen. So, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis muss 2018 jetzt auch mit dran glauben. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Water and Air von Laura Kneidel. Dieses Buch liegt ja auch schon eine ganze, ganze Weile rum und ich möchte es jetzt endlich, endlich lesen. Ich habe dieses Buch ja auch mir von Laura signieren lassen auf der Messe und ja, ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Ich finde, es klingt ganz, ganz toll. Es ist halt ein Jugendbuch. Ich bin schon sehr gespannt, ob das wieder so ein, ja, so ein typisches Jugendbuch wird oder ob es mal ein bisschen was anderes wird. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Schauen wir mal. Dann habe ich mir noch einen zweiten Thriller rausgesucht und zwar Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Und auch dieses Buch habe ich signiert von Herrn Fitzek. Sina fand es ja nicht so doll, aber ich finde, das hat sich richtig gut angehört. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek und werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. So, damit wären wir jetzt bei dem letzten Buch von den 18 Büchern. Und zwar, was ich 2018 auch auf jeden Fall endlich, endlich lesen möchte, ist Legend von Marilou. Ich will endlich mit dieser Reihe anfangen. Viele, 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 viele Leute schwärmen immer von dieser Reihe und deswegen möchte ich sie auch endlich lesen und ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf Legend und ja, sie muss jetzt 2018 auch dran glauben und ich werde sie wegsuchten, hoffe ich zumindest. Ich fand ja wirklich Young Elites von Marilou auch richtig, richtig toll. Hier muss ich den zweiten Teil auch mal noch lesen und dann auch den dritten nochmal irgendwie ausleihen. Aber den ersten Teil fand ich einfach nur richtig toll und richtig gut. Ich mochte die Protagonistin so sehr und ja, deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf Legend. Und ich denke, ich habe mir hier eine gute Mischung an Büchern rausgesucht, dass ich auch von allem so ein bisschen was da dabei habe, falls ich mal auf was Bestimmtes Bock habe, dass ich da zugreifen kann. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bin gespannt, wie meine Challenges dieses Jahr ablaufen werden und ob ich meine Reihen weiterhin beenden kann und vervollständigen kann oder ob das dieses Jahr so gar nicht klappt. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen und mal gucken, wie es 2018 alles sich so entwickelt und so kommt. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.